weil wir teilweise auf die Knie gegangen sind und den Narzissten angefleht haben, uns zu verzeihen. Dabei haben wir gar nichts getan. Wir haben nur für unsere Bedürfnisse eingestanden. Es kann sein, dass du Schlüssel versteckt hast, Schuhe versteckt hast, die verrücktesten Dinge getan hast, nur damit der Narzisst bleibt. Und du gibst wirklich alles von dir selber auf. In diesen Momenten würdest du deine Seele verkaufen, damit der Narzisst bei dir bleibt. Es gibt eine Sache, die Narzissmus anbelangt, die jedes Opfer erlebt hat, aber nur sehr wenige reden darüber, denn es ist sehr schambehaftet und deswegen gibt es in der deutschen Aufklärung noch kaum etwas darüber zu finden. Aber wir müssen heute dringend über dieses wichtige Thema sprechen, was geschieht, wenn ein Narzisst die Kontrolle über dich verliert. Denn was dann passiert, da war keiner von uns darauf vorbereitet und ich glaube, viele von uns nagen auch immer noch irgendwie daran herum. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti. Ich war jahrelang selbst in einer toxischen Beziehung gefangen, konnte mich endlich irgendwann lösen und helfe jetzt anderen daraus. Wenn du hier neu bist, klick auf Abonnieren und auch auf das Glöckchen. Ich lade hier mehrmals die Woche wichtigen Content und Aufklärung zum Thema hoch. Dann verpasst du nichts mehr. Ja, und ich weiß, das Thema, was passiert, wenn ein Narzisst die Kontrolle verliert, das habt ihr bestimmt jetzt schon öfter mal gehört in irgendwelchen Laienvideos, wo Leute irgendwas runterrattern, wovon sie gar nicht wissen, was sie da überhaupt reden. Aber hier wisst ihr, bekommt die authentische Aufklärung von einer ehemals selbst Betroffenen. Und ich teile nicht nur meine eigenen Erfahrungen mit euch, sondern auch die meiner zahlreichen Klienten, die mir erlaubt haben, ihre Geschichte hier zu teilen, um anderen zu helfen. So, und es ist in einer narzisstischen Beziehung ja so, solange der Narzisst alles unter Kontrolle behält, denn das sind absolute Kontrollfreaks, kann man nicht anders sagen, ist alles in Ordnung. Und eigentlich, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist, haben wir auch unser ganzes Leben darauf ausgerichtet, dass er oder sie, Narzisst genderneutral, aber ich berichte als Frau, liebe Männer, ne, dass der Narzisst immer alles unter Kontrolle hat. Das heißt, wir sind auf Eierschalen gelaufen und haben dafür gesorgt, dass es bloß keine Aufreger gibt, die jetzt dafür sorgen könnten, dass es alles wieder irgendwie in die Luft geht, gell? So, es gibt aber Momente in dieser Beziehung, wo ein Betroffener vielleicht irgendwann erkennt, was da passiert, was da mit ihm gemacht wird, wie er jahrelang klein gehalten und isoliert und mit Schuld beworfen wird. Ja, im Endeffekt kriegen wir ständig eingeredet, dass wir immer an allem schuld sind. Und auch wenn man Jahre später aus dieser Beziehung raus ist, hat man dieses Mantra manchmal noch intus und es ist ganz schwierig, das auf Dauer loszuwerden. Denn es ist ja wirklich so, der Narzisst redet dir eine fremde Realität ein. Und da er dich so gut isoliert von der richtigen Realität und von allen Leuten, die darin zu Hause sind, vielleicht auch deinen Freunden, deiner Familie, wirst du irgendwann diese Realität glauben. Denn der Narzisst wird auch dafür sorgen, dass du gar keine andere Wahl hast. Er wird dir ganz deutlich zu verstehen geben, dass du entweder seine Realität akzeptierst oder zu Hause nie wieder ein ruhiger Abend möglich sein wird. Und er wird dir auch dann immer wieder sagen, dass der ruhige Abend nur nicht möglich war, weil du ihn zerstört hast. Und dann wirst du, sag ich mal, auf die Zeit so konditioniert, oben rechts das Video, darauf irgendwie schon den Mund zu halten. Und wenn du es nicht tust, dann liegst du hinterher im Bett und weinst und denkst dir tatsächlich, ich sage euch, es ist so, ich habe es durch. Du liegst da und denkst dir, wieso habe ich jetzt den Abend kaputt gemacht? Nur weil ich mein Bedürfnis geäußert habe oder nur weil ich jetzt die alten Kamellen wieder hochholen wollte, ja. Es ist Wahnsinn, was da passiert in solchen Beziehungen. Denn du hast irgendwann den Narzissten in dir drin. Und seine Stimme. Das heißt, irgendwann wertest du dich selber ab, ohne dass er das machen muss. Das ist eine Täterintrojektion, nennt sich das. Ganz spannendes Thema. Das heißt, du selbst machst dich irgendwann über deine Bedürfnisse lustig, beziehungsweise über die Dinge, die dir wichtig sind. Und sagst, ja, warum musste ich mich da jetzt wieder so reinsteigern? Warum musste ich die alten Kamellen hochholen? Sowas sagen Narzissten ja gerne, um keine Verantwortung tragen zu müssen, ihr Lieben. Das heißt, was ich jetzt auch allen Außenstehenden sagen will, wir Opfer werden darauf konditioniert zu schweigen. Wir werden darauf konditioniert, wie ein Hund zu funktionieren, der sich immer freut, wenn der Narzisst nach Hause kommt, der immer alles schon fertig hat, bloß nichts rumliegen lassen, weil das könnte schon Anlass dafür sein, dass wir den ganzen Abend ignoriert werden. Okay, das heißt, wir leben gar nicht mehr für uns selbst. Und doch kommt irgendwann, jetzt spätestens seit 8 Jahren, weil ich hier aufkläre im deutschen Raum, ja, das war ja einer der ersten Channels hier, kommen immer mehr Betroffene dahinter, was da eigentlich passiert. Sondern kann es eben sein, dass du eben nicht mehr das brave, stille Mäuschen sein willst, sondern irgendwann tatsächlich absichtlich sagst, so, jetzt lasse ich es hier mal drauf ankommen.
Und das Problem ist folgendes: Der Narzisst weiß ganz genau, dass das passieren wird. Und er hat sich für diesen Fall auch schon was zurechtgelegt. Ja, und es könnte eigentlich trauriger nicht sein, denn wenn der Narzisst die Kontrolle über dich verliert, dann passiert immer die gleiche Sache. Und das musste ich und ihr auch schmerzlich am eigenen Leibe erfahren. Es ist am Anfang der Beziehung so, der Narzisst scannt dich ja ganz genau. Ja, das heißt, er bewirft dich mit Fragen und du denkst am Anfang, boah, toll, der hat so viel Interesse an mir. Aber eigentlich versucht dieser Mensch nur die Dinge rauszufinden, die dir am meisten wehtun. Beziehungsweise die Dinge, wo du vielleicht noch nicht ganz verarbeitet hast. Ja, wo jeder liebende Partner sagen würde, boah, das würde ich niemals sagen, weil ich wüsste, wie weh es dir tut. Diese Dinge findet der Narzisst schon am Anfang raus. So, und sagen wir, du bist ein Mädchen, das ein schweres Leben hatte, das seine Mutter sehr früh verloren hatte, den Vater dann an die neue Geliebte des Vaters. Ihre erste große Liebe ist dann auch noch gegangen. Und das heißt, dieses Mädchen hat eine unglaubliche Verlustangst und hat eben ein Problem mit Trennungen. Das heißt, sie hat vielleicht ihrem Partner kommuniziert, ganz früh in der Beziehung, hör mal, wenn wir uns mal trennen, mach es bitte human und nicht ruckzuck und irgendwie plötzlich, weil das ruft ein ganz schlimmes Trauma in mir wieder hoch. Und es kann sein, dass ich mich dann blöd verhalte, weil ich alle einfach nicht anders kann. Ja, so. Beispiel. Eigenes Beispiel. Vielleicht. So. Und nehmen wir jetzt nur dieses Beispiel. Und du fängst an, dich gegen den Narzissten aufzulehnen. Du fängst an, für deine Bedürfnisse einzustehen. Der Narzisst verliert die Kontrolle über dich. Das heißt, er fängt dann erstmal mit Schuldzuweisungen an. Wenn das nicht wirkt, macht er Gaslighting. Wenn das nicht wirkt, spielt er das Opfer. Und wenn das nicht wirkt, kommt jetzt Folgendes. So, wir haben also dieses Mädchen, das eine unglaubliche Verlustangst hat, weil es immer nur verlassen worden ist im Leben. Ob jetzt absichtlich oder durch Schicksal, natürlich. So, wir nehmen mal an, dieses Mädchen weiß zwar von seiner Verlustangst, aber hat nie wirklich da Therapie gemacht, weil es halt dachte, okay, das ist halt so mein Makel. Ich habe ja nur nette Menschen um mich, passt schon. Der Narzisst wird jetzt genau das nutzen, um dich wieder an deine Stelle zu setzen. Und zwar, naja, als den Hund, der du für ihn bist, der parieren soll. Und er wendet jetzt die mieseste Methode an, die du dir vorstellen kannst. Er drückt deinen allerschlimmsten Trigger. So könnte es also nun sein, dass der Narzisst dieses Mädchens auf einmal anfangen wird zu sagen, so, pass mal auf. Also ich bin hier schon seit Jahren nicht mehr glücklich und ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, ja. Und ständig gibt es hier Drama wegen dir, ja. Und ständig beschwerst du dich. Nee, weißt du was, ich packe jetzt meine Koffer und gehe. Das Mädchen wird innerhalb von Sekunden dermaßen in Schock versetzt, in eine Schockstarre, dass es sich gar nicht mehr bewegen kann. Und der Narzisst weiß ja ganz genau, dass genau das passieren wird. Das heißt, er wird natürlich zusätzlich noch anfangen, ganz theatralisch einen Koffer aufs Bett zu heben und seine Klamotten da reinzuwerfen. Gleichzeitig wird er wahrscheinlich sagen, du wirst mich nie wiedersehen. Du wirst sehen, ich werde das jetzt durchziehen. Ich will das schon länger durchziehen, ja. Das Mädchen wird irgendwann aus seiner Starre erwachen und alles tun, damit der Narzisst bleibt. Und ich weiß von euch, dass viele von euch das da gleich erlebt haben. Und das sind Szenen, die sind dermaßen schrecklich, weil wir teilweise auf die Knie gegangen sind und den Narzissten angefleht haben, uns zu verzeihen. Dabei haben wir gar nichts getan. Wir haben nur für unsere Bedürfnisse eingestanden. Es kann sein, dass du Schlüssel versteckt hast, Schuhe versteckt hast, die verrücktesten Dinge getan hast, nur damit der Narzisst bleibt. Und du gibst wirklich alles von dir selber auf. In diesen Momenten würdest du deine Seele verkaufen, damit der Narzisst bei dir bleibt. Und vor allem kann es dann auch zu schwierigeren Situationen kommen, wo du im wahrsten Sinne mit blauen Flecken davon kommst. Denn es kann sein, dass du dich dem Narzissten dann in den Weg stellst und der Narzisst sehr unschön anfangen wird, dich auf Seite zu schieben oder andere Dinge zu tun, die am Ende daran resultieren, dass du den ganzen Arm voller blauer Flecke hast. Und wenn du dann noch nächste Woche nach Prag fährst mit deiner Schule und Sommer ist und deine Kollegin dich auf einmal sieht, wie du dich umziehst und versuchst immer nur lange Klamotten zu tragen, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber Fakt ist, diese Menschen werden in dem Moment, wo sie die Kontrolle über dich verlieren, alles gegen dich benutzen und zwar auf Ebenen, wo ein normaler Mensch nicht mal mit einer Kneifzange hingehen würde, weil er weiß, dass das deine ärgste Angst ist. Und die Sache ist die, es kann auch sein, dass du dem Narzissten zu stark wirst, ja?
Es kann zum Beispiel sein, dass du gerade frisch aus Therapie kommst, ja, gerade ein Auslandssemester gemacht hast, in der Blüte und Stärke deines Lebens bist und der Narzisst, der merkt das. So, und dann kann es sein, dass du einen Vorkurs in der Uni gebucht hast, um eine neue Sprache zu lernen, damit du dein Studium im Oktober starten kannst. Und es kann nun sein, dass jener besagte Narzisst jeden Tag ein Trennungsdrama abspielen wird. Und zwar vom Moment, wo du nach Hause kommst, bis mitten in die Nacht. Es kann sein, dass er diese Dramen wirklich ausweitet. Es kann sein, dass er sich im Bad einsperrt, Krokodilstränen weint, sagt, ich halte es mit dir nicht mehr aus. Und du die ganze Nacht damit beschäftigt bist, ihn zu überreden, zu dir zurückzukommen, weil du ihm ja so Unrecht getan hast und dabei hast du gar nichts getan. Was ich damit sagen will, das bricht dich auf Ebenen. Das machst du 2 Wochen. Danach liegst du mit einer Depression im Bett und kannst überhaupt nicht mehr studieren gehen. Ja? Und dieses Spielchen machen Narzissten mit jedem so. Das heißt, nimm deine größte Angst, potenziere sie und der Narzisst wird genau das gegen dich einsetzen. Und da kannst du noch so durchtherapiert sein. Also jetzt auch mal an die therapierten Leute da draußen. Ich bin, ihr gehört ja mittlerweile auch dazu. Die finden immer wieder diese eine kleine Wunde. Dann stecken sie den Finger rein, dann die ganze Hand, dann reißen sie sie auf, bis du überhaupt nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und ich sag dir eins, und ich habe es erlebt am eigenen Leib. Du wirst noch besser zu einem Hund dressiert. Du bist am Ende, bist du still, du bist freundlich, du lächelst und du erträgst alles, was da kommen möge, denn du denkst, dass wenn dieser Mensch geht, dass es dein Ende ist. Denn diese Menschen machen dich durch dieses Heiß-Kalt-Spiel so abhängig. Auf eine Art und Weise dermaßen abhängig, dass es sich wirklich anfühlt, als würdest du den morgigen Tag nicht erleben, wenn die durch diese Tür gehen. Und da will mir noch mal einer sagen, dass diese Art des Missbrauchs nicht schlimm sei, ja, dass wir einfach gehen können. Ich kenne Menschen, die konnten nicht einfach gehen, die gehen nirgendwo mehr hin. Für die war es das. Ja. Wenn du 40, 50 Jahre mit so einem Menschen verbringst, ja, dann gute Nacht. Das ist das Problem. Bleibst du? Ist es wie der Tod auf Raten? Gehst du, fühlt es sich so an, aber du überlebst. Aber das weißt du in dem Moment nicht. Das heißt, du kriechst, du bettelst, du versteckst Sachen, du verlierst jeglichen Respekt vor dir selber. Und das nutzen sie dann noch aus und sagen dir, wie armselig du bist. Das heißt, es wird dir auch noch vorgehalten. Und es wird dir vorgehalten, dass du verrückt bist, weil du versuchst, sie aufzuhalten. Dass es mit dir nicht auszuhalten sei, weil du sie ja nicht mal zur Tür rausgehen lässt. Das heißt, auch hier wirst du wieder zum Problem gemacht. Und was am allerschlimmsten ist, du merkst, wie verrückt du dich verhältst. Und du denkst, dass sie recht haben, weil du dich ja verrückt verhältst. Dass sie dich verrückt machen, das wird natürlich nicht erwähnt. Aber da fällst du drauf rein. Das heißt, da ist noch mehr Scham, da ist noch mehr Schuld und umso mehr wird gefüttert der kleine Narzisst in dir, der ständig sagt, mit dir hält man es nicht aus, mit dir kann man keine Beziehung führen. Du kannst froh sein, dass du mich hast. Das heißt, merk dir, wie perfide das ist, wenn man das jetzt mal alles so hört. Das ist wirklich eine Art von, ja, von Missbrauch, der seinesgleichen sucht und so perfide ausgeheckt und Stück für Stück umgesetzt, dass wenn du mittendrin steckst, du es nicht raffst. Und da spreche ich aus Erfahrung, du raffst es nicht. Du denkst einfach nur, habe ich ein Glück, dass ich so einen tollen Menschen an meiner Seite habe, der es mit mir und meinen Marotten aushält. Und währenddessen wirst du immer kränker und kränker und kränker. Und willst du wissen, was das Heftigste daran ist? Du hast, sag ich mal, den ganzen Abend damit verbracht, ihn davon zu überzeugen, dass er dich ja doch liebt, weil die sagen ja dann auch so Sachen wie, ich liebe dich seit Jahren schon nicht mehr. Nee, ich muss das jetzt auch durchziehen. Ich hab dir zwar ver... Die pervertieren Dinge. Ja? Nehmen wir das Mädchen, das Angst vorm Verlassen hat. Es kann sein, dass der Narzisst am Anfang in der Lovebombing-Phase gesagt hat, weißt du was, ich verspreche dir, dass ich dich niemals verlasse. Wie romantisch, nicht wahr? Während dieser Dinge, während die abzieht da, ja, wird er sagen, ja. Ich bin ja nur noch hier, weil ich es dir versprochen habe. Bin ja nur noch deswegen hier. Gibt keinen anderen Grund mehr.
Das heißt, selbst das wird umgedreht und auf eine Art und Weise pervertiert, wo du dir denkst, ja, denkst dir wirklich, ich gucke mir gerade einen Arte-Film um 22 Uhr an, weil das sind genau diese Filme. Und bevor du eine toxische Beziehung hattest, dachtest du, wer hat sich diesen Mumpitz ausgedacht? Und nach einer toxischen Beziehung denkst du dir, ja, ein Überlebender. Sehr gut, ja. Das Schlimmste ist, wie gesagt, du hast ihn die ganze Nacht davon versucht zu überzeugen, dass er bleiben soll. Und irgendwann, der große Wohltäter, hat er gesagt, er bleibt. Er bleibt. Dir zuliebe. Dir zuliebe. Aber er liebt dich nicht mehr. Er liebt dich nicht mehr. Ja, das heißt, auch damit wird gespielt. Du kriegst am Ende das Gefühl, er bleibt, obwohl du es gar nicht verdient hast. Das ist das Gefühl, was ich weiß es noch, ich erinnere mich noch ganz genau dran. Du bleibst, er bleibt, obwohl du es nicht verdient hast. Und am nächsten Morgen, und jetzt wird's geil, am nächsten Morgen, ich weiß, es ist zum Weinen, nicht zum Lachen, aber was wären wir denn ohne unseren Galgenhumor, oder? Am nächsten Morgen, und der nächste Morgen wird dir die Wahrheit zeigen, weil bis dahin zweifelst du noch. Aber der nächste Morgen wird dir zeigen, dass es nur ein Spiel war. Die springen morgens aus dem Bett, machen dir Frühstück, sagen, Morgen, Schatz, wie geht es dir, ja? Während du, und wirklich, du wachst in Zuständen auf nach solchen Nächten. Irgendwann zeige ich euch Bilder. Irgendwann. Du bist kaum mehr am Leben, wenn du nach solchen Morgen erwachst. Es ist eher ein Aufschrecken. Während er vollkommen normal, als wäre gar nichts passiert, seinen Alltag macht, aufräumt, Haushalt, kocht. Ja? Und dir dann noch vorwirft, warum du heute denn so launisch seist. Warum du denn heute nicht aus dem Bett kommst. Was soll das denn? Und das Problem ist folgendes. Nach solchen Nächten und wenn sie das dann öfter machen. Wie gesagt, nimm du deinen Trigger. Ich habe dir nur ein Beispiel gegeben. Ja, von irgendwem. Nimm du deinen größten Trigger. Klappt. Und dann werfen, und das ist das Schlimme, die Leute fallen in Depressionen. Die Leute fallen nach solchen Nächten in Depressionen. Weil es sie auf Arten und Weisen bricht, dass sie sich davon nicht mehr erholen. Und dann fängt der Narzisst an, den verkappten Held zu spielen. Er übernimmt alle Aufgaben und erzählt draußen rum, ach, ich mache alles für mein Mädchen, alles mache ich für mein Mädchen. Während er zu Hause für jede Sache, die er macht, dir ein schlechtes Gewissen einredet, weil du gerade nicht die Kraft dazu hast. Und glaub mir, wenn du nicht brichst, während er deinen schlimmsten Trigger drückt, dann brichst du spätestens irgendwann während der Depression. Weil du hast ja niemanden. Und er gibt dir auch ganz genau das Signal, wenn du jetzt wieder brav bist, so hat er das, lieb bist zu mir, dann ist das alles hier vorbei. Dann ist alles vorbei, dann bin ich wieder nett zu dir. Und da brichst du irgendwann. Irgendwann kapitulierst du, irgendwann denkst du dir, ach komm, scheiß darauf, ist doch egal, meinen Bedürfnissen ist nicht wichtig. Und dann geht ein Schalter um und er ist der liebste Mensch der Welt zu dir. Und du verfällst wie an diese Illusion, Gott sei Dank. Oh, eine Erleichterung. Ich hab's geschafft. Er ist wieder nett zu mir. Ja, Leute. Das sind Narzissmusbeziehungen. Das, genau das. Das ist die ungeschönte Wahrheit, die nicht abgelesene Wahrheit. Ich habe kein Skript. Ich habe kein anderes Video geklaut. Es sind alles Erfahrungen von mir und meinen Klienten. Und dieses Spiel geht mit allem, mit Kindern, mit Haustieren, mit allem, wovor du Angst hast. Ja, ich hatte mal eine Klientin, die hatte mal Angst, die hatte eine toxische Mutter. Und immer als sie flügge werden wollte, hat die toxische Mutter gesagt, ich werde einen Herzinfarkt kriegen, boah, ich spür's schon in der Brust, du machst mir so einen Stress. Ich werde noch einen Herzinfarkt kriegen. Die war mit 30 noch nicht von zu Hause ausgezogen. Weil sie Angst, also weil sie eigentlich der Überzeugung war, dass ihre Mutter sterben würde, wenn sie geht. Die war der wirklich, ich habe die über ein Jahr betreut, auch mit Therapeuten zusätzlich, mit Traumatherapeuten, bis die sich getraut hat, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Das ist, Leute, das ist unaussprechlich. Was uns Betroffenen passiert ist, ist unaussprechlich. Und trotzdem gebe ich euch eine Stimme. Ich setze mich hier hin mit meinem Namen, mit meinem Gesicht, kein Filter. Und erzähle euch, wie es wirklich läuft da draußen. Und genauso läuft's. Und die Heilung dauert. Die Heilung geht so. Ja.
Die Hallung geht rauf und runter und rauf und runter, rauf, 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 einmal wieder krass runter und wieder ein bisschen rauf und runter und rauf. Ich weiß, es scheint echt übel, ja, aber glaub mir, das alles ist es wert, wenn du wieder Nächte schlafen kannst, wenn du frei bist, wenn du deine Freunde wieder sehen darfst, schöne Abende mit denen verbringen darfst. Deswegen poste ich euch immer in die Community, Leute. Guckt mal bei YouTube in eure Community. Da ist Video, Übersicht, Video, Playlists, Community. Guckt mal öfter in die Community rein, weil genau deswegen teile ich euch mein freies Leben. Es soll euch Mut machen, soll euch ermutigen, den Schritt endlich zu gehen. Und wisst ihr, was jetzt am allerwichtigsten ist? Weil wir sind jetzt alle bestimmt ein bisschen aufgewühlt, ne? Nimm dir 5 Minuten Zeit, Überlebender da draußen. Nimm dir die Zeit. 5 Minuten. Schreib in die Kommentare, wie war es bei dir? Was war deine größte Angst? Wie wurde sie gegen dich benutzt und wie hast du dann trotzdem geschafft zu fliehen? Denn die meisten, die hier zugucken, stecken noch mittendrin und die hören meine Videos rauf und runter. Die sagen, das ist Balsam für die Seele, das erdet mich, das hält mich in der richtigen Realität. Dafür mache ich diese Videos für euch, ihr Lieben. Es geht nicht darum, euch zu triggern oder euch zurückzuversetzen. Es geht nur darum, dass wir in der Öffentlichkeit darüber aufklären, was wirklich hinter verschlossenen Türen passiert. Um nichts anderes geht's hier. Und dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen, Leute. Wir sind hier fast, wie viele sind wir jetzt? 87.000 auf diesem Kanal. Gibt es überhaupt ein Stadion, das so groß ist, ihr Nerds da draußen? Erzählt mal. So viele haben das erlebt. Und wir sind noch viel mehr. Ich weiß, dass die Dunkelziffer ist riesig. Schreibt es in die Kommentare und helft damit anderen, weil ganz viele sagen vielleicht nach deinem Kommentar, so jetzt reicht's, jetzt gehe ich. Ist schon öfter vorgekommen. Die Überlebenden schreiben es mittlerweile sogar unter die Kommentare. Dein Kommentar war's. Ja. Jetzt bin ich gegangen. Leute, ich bin hier eine Stimme, aber ihr seid 87.000. Könnt ihr euch vorstellen, wie laut wir werden, wenn wir zusammen sprechen? Lasst uns zusammenstehen, lasst uns aufklären, teilt das Video überall. Therapeuten, Ärzte, Freunde, Verwandte. Sie sollen euch endlich verstehen, was ihr durchgemacht habt. Teilt es bitte und gebt noch einen großen Daumen nach oben. Ist nicht viel Aufwand, könnt ihr da tun, weil wir triggern den YouTube-Algorithmus und das Video verbreitet sich von ganz allein. Wir bleiben stark, wir stehen zusammen und wir brechen das Schweigen. Dafür steht dieser Kanal hier. Ich drücke euch ganz fest und schicke euch ganz viel Liebe nach da draußen. Bis zum nächsten Mal, eure Arti.